Paul Walker ist tot. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brickforce. Vielleicht merkt man an meiner Stimme, ich bin immer noch krank, bin übrigens jetzt zum zweiten Mal, ja, ist jetzt krank geworden. Normalerweise würde ich, wenn ich krank bin, also jetzt bin ich gerade krank, normalerweise würde ich jetzt kein Video machen. Aber Moment, ich suche mir erstmal einen Raum. Hier, Fun 1. Hier gibt's 18 Räume. 18 Typen, die drin sind. Cooler Bug. Jetzt finde ich keinen Raum, ey, toll. Ah. Warte. Ey, ich will doch nicht farmen, ey. Ja. Da. So. Denn es ist was passiert. Also es gibt einen ganz besonderen Anlass, warum ich das jetzt ein Let's Play mache und ja, sonst nicht. Denn es ist was passiert, was mich doch sehr schockiert hat. Paul Walker ist tot. Okay, kennt ihr nicht. Er ist ein Furious Hauptdarsteller gewesen, nämlich der Typ, wie heißt es? Es gibt ja Vin Diesel, der spielt einen Typen. Und noch den anderen, der spielt auch. Das sind halt die beiden Hauptprotagonisten. Und jetzt kommt die Ironie dabei. Paul Walker ist beim illegalen Autorennen gestorben. Also anscheinend. Denn er ist mit von irgend so einem Wochenende mit einer Rennkarre irgendwie rumgefahren und hat dann Vollspeed gegen einen Baum ist er gefahren. Oder war auf dem Beifahrersitz. Das ging dann in Flammen auf das Auto. Wie ein Hollywood-Streifen. Da waren dann noch welche Leute bei, die haben versucht ihn zu retten, aber anscheinend war er direkt beim Aufschlag dann schon gestorben, Genickbruch oder sowas. Aber was ich jetzt eher im Hintergedanken habe, als ich das gelesen habe, den Bericht durchgelesen habe, da habe ich im Hintergedanken gedacht, lass das bitte keine Resident Evil Aufmerksamkeitsscheiße sein. Dass das hinterher einfach nur als Marketing benutzen. Ach ja, der ist gestorben und hier so verarscht, der ist gar nicht gestorben, wir haben das einfach nur als Marketing-Gag benutzt. Weil das wäre richtig makaber. Aber der ist in Wirklichkeit wahrscheinlich doch gestorben. Also ich kann das mittlerweile echt nicht glauben, ey. Der ist tot. Der ist tot. Das ist doch ätzend. Ja. Also das betrifft halt einen so, weil ich die Filme einfach mega geil finde von The Fast and the Furious. Ja, also es ist traurig, sehr traurig. Jawohl, den habe ich gekriegt. Ah, hat ihn immer auch so in Wirklichkeit zu hoch. Ja, aber auf jeden Fall ist das auch noch etwas ätzend, da der... Oh, den habe ich geil gekriegt. Oh, ja voll. Der war geil. Krass. Das wollte ich einmal machen. Oh, den kriege ich doch noch. Nein, den kriege ich nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, genau. Der, wie heißt es? Der Teil... Der... Ja, das müsste der sechste Teil gewesen sein. Der ist mit einem Cliffhanger geendet. In dem dieser Chinese... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Oh, den kriege ich. Jawohl. Da ist der gestorben und hat kam hinter Jason Statham hinterher. Der hat ihn hinterher umgebracht und hat gesagt, ey, ich werde dich umbringen und killen und so. Und naja, jetzt bin ich ja ziemlich gespannt, weil man kann ja jetzt den Film nicht weitermachen, indem einfach so weiter, weil der Hauptdarsteller ist tot und jetzt müssen die was ausdenken, wie der Film weiter ist. Ah, den hätte ich fast gekriegt. Ja. Als ich gesehen habe, echt so krasse Scheiße. Ich dachte so als erstes echt so, ist das ein Scherz? Aber auch echt so, ich kam auf die Webseite und als erstes, was da kam, war dieser Bericht.
Also beziehungsweise ist der war eher weiter unten, aber wahrscheinlich mochte ich die Filme so dermaßen, dass für mich das ungefähr alles andere wurde ausgeblendet. Und dann direkt so, what the fuck? Kam und dann so. Oh. Alter, das ist echt hart. Das ist meine Lieblingsfilmreihe. Das ist so, als ob Star Wars. Als ob. Wie heißt es? Der Hauptdarsteller von Star Wars einmal stirbt nach Episode 3 oder so. Und dann in der, weiß es, letzten Folge noch ein übelst krasser Cliffhanger kam. Einfach nur krass, ey. Ich bin ja mal echt gespannt, wie der Film für Fast and the Furious 7 heißt, weil anscheinend soll der Film weiter gedreht werden. Ich finde das einfach nur so krass. Also krass doof. Krass traurig. Wieso? Ey, bei diesem Moment hätte man am liebsten eine Zeitmaschine und würde den wieder zurückholen. Weil wahrscheinlich wird dann im Drehbuch sein, dass sie keinen Ersatz machen, weil wie kann man den ersetzen? Den kann man nicht ersetzen. Und den dann da einfach sterben lassen. Im Drehbuch. Und jetzt kann man den Film nicht irgendwo umschreiben, dass hinterher nicht Autorennen sein wird, weil da wird hinterher illegal Autorennen sein. So ist der Film das jetzt auch aufgestrickt. Dann kann man ja nicht den Tod einfach so mal wegmachen. Ich glaube, das hätte der Typ auch toll gefunden. Jawohl, den habe ich noch gekriegt. Nicht toll gefunden. Ich glaube, den werden sie hinterher irgendwie beim illegalen Autorennen ums Leben kommen lassen im Drehbuch. Auch wenn es so makaber klingt. Das wäre für mich ein mögliches Ende. Auch was. Wie heißt es? Okay, wie heißt es? Die Tusse aus Fast and the Furious 6 ist ja hinterher bei so einer Turbine. Wie heißt es? Ist ja beim Flugzeug gestorben. Ach, fuck. Ein anderer Typ ist hinter beim wurde von Jason Statham hinter beim Auto Krawums. Was übrigens auch, wie heißt es, in Tokyo Drift aber nicht vorkommt. Also sie haben so einen coolen. Coole Story, also wie heißt es, einen coolen Zusammenhang zu Tokyo Drift geschaffen. Finde ich cool. Sehr gut. Und der ist halt auch beim illegalen Autorennen gestorben. Also wäre es ja nur logisch, wenn sie den dann auch da umbringen würden. Was echt so krass ist. Ich bin im Internet, gehe auf eBay oder direkt das. Und direkt. Oh, da war gerade so ein Mausklatscher. Oh! Ja, ich bin ja auch krank, deswegen habe ich gesagt, dass es nur eine Ausnahme ist. Oh, den hätte ich fast gekriegt. Oh, da war jemand oben. Hi, Campo! Auf jeden Fall, das ist sehr krass. Ich hoffe mal, dass sie das immer ein gutes Ende reinbringen. Beziehungsweise eine gute Vorsetzung zu dem Spiel. Echt krass, oder? Das ist meine Lieblingsfilmreihe. Und nicht. Und die ist jetzt vorbei. Also ich würde mal sagen, 8. Film kommt nicht mehr raus. Bei Fast and the Furious 5 war geil, 6 war geil, 7 wird wahrscheinlich nicht geil werden, weil es ist mal zu gezwungen, eine Schauspieler umzubringen. Ich bin ja gespannt, wie das geht. Also die Todesszene wird ja wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Wir werden sie wahrscheinlich richtig dramatisch machen. Hammerhart, ey. Da Fug. Echt, das ist gerade so krass. Das ist echt gerade so krass.
Hey, seitdem die B2LP das gesagt hat mit dem Gras und dem Großmembranmikrofon, muss ich das unbedingt auch mal ausprobieren. Ach, Mist. Hätte ja sein können, dass er wieder zurückkommt. Und was ich am Wochenende getrieben habe, war LMS 2 geguckt. Last Man Standing 2. War auch richtig geil. Aber echt schon krass. Der Typ ist gestorben, ey. 500 Punkte, ja. Rest in Peace. Rest in Peace. Ja, aber es macht mich gerade richtig fertig, dass der Typ gestorben ist. Einer meiner Lieblingsschauspieler neben Vin Diesel. Also ungefähr Rain The Rock Johnson, Paul Walker und Vin Diesel in einem Film. Fast Five. Fast in the Furious Five. Das... Und dann stirbt einer der drei Besten. Das ist... Ich bin in einem Parallelenversum. Holt mich hier raus, ich träume! Nein, ich träume nicht. Das ist tatsächlich passiert. Echt so, man will ihn wiederholen. Man will die Zeit zurückspulen und ihn wiederholen. Man will nicht, dass der Typ stirbt. Ich auch nicht. Und keine andere auch. Der macht geile Filme. Nee, das sage ich lieber nicht. Kritiker sagen, wenn der Film schlecht wird, war der Tod gerecht. Das würden sie, wie heißt es in Amerika, sagen. Mit Waffe knallen, alles tot machen und so. Und ignorieren. So wird man, wie heißt es, auf die Igno gesetzt. Zur Igno-Zeit. Oh, Puma. Ach ja, genau. Ich wollte übrigens einmal, das wollte ich auch noch sagen. Dank Puma, dass er mir wieder den Clan wiedergegeben hat. Ich wollte bloß gucken, wie viele denn treu bleiben. Ich bin nämlich kurz mal, wie heißt es, rausgegangen. So ungefähr einen Tag. Dann bin ich wieder reingegangen. Und habe dann halt versucht, wieder Clanleiter zu werden. Und habe bemerkt, innerhalb von einem Tag sind 18 Mitglieder verpisst. Haben sich verpisst. Also ich mal, ja. Das heißt, ich habe keine treuen Mitglieder. Einen, den möchte ich jetzt ganz doll ehren. Den Sandwich 97. Ich lese erst die 7 und dann die 9. Das ist Deutsch! Sparta. Sandwich 79. Muss das so folgen. Erst liest man hier von hier und danach muss man hier auf die 9 springen und dann zurücklesen. Das ist doof! Jenkins ist auch geblieben, bloß er kommt nicht on. Ja. Ich glaube, sonst gibt es überhaupt keinen, der wirklich die ganze Zeit drin war, der jetzt auch noch richtig aktiv war. Sags Anton ist dazugekommen, keine Ahnung, was der macht, aber ich find's cool. Irgend so ein Sargs-Typ. Ich glaube, der, ja genau, Zockerclan und Pistari. Ach, keine Ahnung, wer. Das ist mir jetzt auch egal. Meine Freunde. Ah, der hat jetzt auch einen eigenen Clan. Oder sonst was. Egal. Ja, ich verabschiede mich davon mal von dieser Folge. Jetzt recht herzlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie sehr ihr Paul Walker noch trauert. Ist schon sehr. Ja, dann sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Let's Play Rick 4.